Wieso sollte ich mich freuen? Da werde ich nominiert. Ja, gut, wir. Kann mich demnächst wahrscheinlich vor Angeboten nicht retten und ausgerechnet jetzt kommt die Reichensteuer. Schnell noch Ehrensenf-T-Shirts bestellen. Ab 2007 gibt's nämlich eine Reichensteuer. Darauf hat sich gestern die Große Koalition geeinigt. Demnach wird zum Beispiel für Singles mit einem Jahreseinkommen über 250.000 Euro künftig ein Einkommenssteuerzuschlag von 3% fällig. Aber dafür gibt's vom Finanzamt einen Topverdiener-Button für die Disco. Und Mädels, wenn ihr so einen Topverdiener am Haken habt, dann surft mit ihm mal ganz zufällig bei Mimi So vorbei. Die New Yorker Schmuckdesignerin entwirft nämlich jedes Jahr für einen Klienten eine ganz persönliche Schmuckkollektion. Dafür chattet sie mit ihm um die ganze Welt, um seine Wünsche kennenzulernen und mit ihm Goldminen und Modenschauen zu besuchen. Und die mindestens 5 Millionen Dollar an Mädels gibt euer Freund sicher gern dafür aus. Weil danach muss er keine Reichensteuer mehr zahlen. Leisten kann sich dieses Vergnügen sicher Silvio Berlusconi. Der hat erstens das Geld und zweitens jetzt auch wieder die Zeit. Denn nach langem Zögern hat er endlich seinen Stuhl geräumt und dem italienischen Staatspräsidenten Ciampi sein Rücktrittsschreiben übergeben. Der Pferdekopf folgt dann mit gesonderter Post. Aber Berlusconi sollte sich und uns wirklich mal eine Pause gönnen und die Füße hochlegen, solange sie noch nicht betoniert sind. Und am besten geht das mit dem Out-of-Office-Chair, dem Sitzsack-Bürostuhl. Fragen Sie mal Ihren Chef, der hat da sicher Verständnis. Solche und andere tolle Möbel finden Sie übrigens bei Designspotter. Wie zum Beispiel auch den Double-Chair, speziell designt für Flughäfen. Aus einem normalen Stuhl wird im Handumdrehen eine bequeme Liege, unter der die Reisenden super ihr Gepäck verstauen können. Und auch vergessen. So, und hier noch jemand, der sicher nie Reichensteuer bezahlen muss, nämlich der Erfinder des Internetregenschirms Forecast. Dieser Hightech-Regenschirm fragt über Funk permanent die aktuellsten Wetterdaten aus dem Internet ab. Und je höher die Regenwahrscheinlichkeit, desto heller leuchtet sein Griff. Oder wie man als Anwender sagen würde, wenn ich ihn dabei habe, brauche ich es nicht und wenn ich ihn nicht dabei habe, sehe ich es nicht. Und wasserdichte Taschenlampen gibt's wirklich praktischere. Naja, und wenn sie dann so im Regen stehen, sollten sie aber nicht den Kopf hängen lassen, sondern es machen wie Gene Kelly und singen. I'm singing in the... Wie ging das noch? Schnell mal bei LyricWiki gucken. Eine Datenbank mit über 230.000 Songtexten, die sich LyricWiki automatisch im Netz gesucht hat. Und Gene Kelly ist natürlich auch dabei. Ach, genau. In the Rain muss es heißen. Gut, dann kann ich ja weiter. Nicht? Ziemlich nass werden bald auch die 11.000 Bewohner von Tuvalu, dem Inselstaat, dem das Internet die .tv-Endung zu verdanken hat. Die Bewohner müssen vielleicht bald mehr surfen, als ihnen lieb ist, denn die Inselgruppe versinkt langsam im Ozean. Das könnte dazu führen, dass Tuvalu der erste virtuelle Staat der Welt wird, der nach internationalem Recht zwar weiter fortbesteht, aber de facto nur noch im Internet existiert. Sie können die Zahlung der Gebühren also schon mal langsam einstellen. Retten könnte die Tuvaluaner, Nesen, die Tuvalua, nur noch ein Wunder. Oder ein Superheld wie Spider-Man. Aber der hat ja leider gerade zu tun. Bei den Dreharbeiten zu Spider-Man Teil 3. Okay, das ist allerdings auch nur der Stuntman Spider-Man. Wobei mir der Stunt-Hintern auch ganz gut gefällt. So, und hier noch ein paar Jungs, die auch ohne Topverdiener-Button Frauen beeindrucken können. Nämlich beim Slamball. Das ist Basketball für echte Kerle. Slamball wurde 2002 in den USA erfunden. Nach Geldstreitigkeiten war erst mal 2 Jahre Pause. In diesem Jahr aber soll Slamball wieder zurückkommen, sogar nach Europa. Also üben Sie zu Hause doch schon mal. Wofür haben Sie denn die teure Federkernmatratze? Und hier noch ein paar Spieletipps, um die Zeit bis zum 2. Juni zu überbrücken. Hier da! Dingens, Bummens und Kirchen. Viel Erfolg! Und ich danke vor allem der Jury, dass sie sich für mich, uns, entschieden hat. Und ich freue mich jetzt schon auf den TV-Award im nächsten Jahr. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss. Ich liebe euch alle.